glaube, wir sind noch nicht hoch genug. Doch. Du kannst ja einfach rausspringen aus dem Cargo Bob. Also, du drückst einfach E und F. Ne? Ganz einfach. Wo bleibst du? Wo bleibst du? Wo bleibst du? Blöpp. Wie geil. Hui. Cargo Bob im Sturzflug. Ich sehe nichts. Ich kann nicht. Ah, da. Alter, du warst aber ganz schön schnell unten. Ja, Cargo Bob im Sturzflug. Wuhu. Ja, läuft. Da, ich bin genau auf so ein Boot gefallen. Ich komm dich mal abholen. Wo hast du dein Boot? Hier ist ein Boot. Nein, 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 nein. Verdammt. Das ist schlimm. Ich muss mal wieder einen Hustenbonbon nehmen. Wo ist mein Hustenbonbon? Lieber Felix, man kann Mikrofone auch muten. Ja, ich schneide das einfach raus. Ganz einfach. Ich habe ja die Tonspur. Ich muss nur den höchsten Ausschlag suchen. Und dann... So. Wie kriege ich mein Boot jetzt hier? Ich nehme einfach das andere da. Pegasus kann sich dann darum kümmern. Wow. Ich bin der Profi im Boote besteigen. Dein Boot backt irgendwie in der Luft rum. In der Luft? Das steht ja da am Strand. Ich meine, dass du gerade eingestiegen bist. Nein. Es ist einfach im Wasser. Ja, komm. Ich hab nie gewöhnt. Das ist unbeweglich. Ups. Das schaffst auch immer wieder nur du. Ey, komm, ich hab's auch wieder raus. Spaß, Digga. Ne, komm, wir fahren die Strecke, die wir schon mal gefahren sind, da hinten an dem Stausee runter. Das ist doch. Ah, ne, das ist die andere Seite, ne? Ja, folg mir einfach. Also war es doch die richtige. Da geht's doch. Ah, doch, klar, da ist ja der. Ich hab da doch letztens noch eine Mission gespielt. Ich habe nur das Gefühl, du bist schneller. Und du auch? Ich auch. Dafür habe ich das größere Boot. Das ist alles, was zählt, ne? Alles, was zählt. Wie, von welcher Wagen 19, war doch mal die 19. Werbung? Nee, das ist doch... Es zählt einfach nicht, wie groß dein Auto ist, sondern wie groß wie groß die Yacht oder so. Ja, oder ja. Sowas. Ich weiß nicht mehr, welche Werbung das war. Wenn ihr die Werbung kennt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Wette, das ist gleich in der Aufnahme zu hören. Alter, hör auf! Ja, das ist ganz bestimmt... Oh, scheiße. Das ist ganz bestimmt drin zu hören, aber ich kann es vielleicht rausschneiden. Mal gucken. Den größten Teil habe ich ja schon gemutet. Ja, man hat... Also ich habe es zumindest nur ganz leise gehört. Kannst du jetzt mal aufhören, auf mich zu schießen? Ja, ich schieß gar nicht. Hier, das halte ich von dir. Moment, falsche Waffe. Ah, kann ich? So. Wuhu. Moment, erstmal Ego-Perspektive. V. So. Wuhu. Das sieht schon geil aus. Ich sollte nur gucken, wo ich hinfahre. Hast du jetzt auch auf mich zu schießen? Ich hab mich auf dich geschossen. Du hast Schaden bekommen, weil du da runtergefallen bist. Nee, du hast eben auch auf mich geschossen. Ich kann leider nicht ganz zurückgucken. Was ja auch halbwegs logisch ist. Halbwegs. Hast du denn Beine? Der typische Simulator-Test. Habe ich nee, Beine? Ich kann nicht bis ganz unten gucken. Also ich kann nur bis zu meinen Händen am Lenkrad gucken. Ich bin schneller. Arschloch. Dafür kann ich schön sehen, wie du springst. Das ist ganz geil in der Aufnahme. Wow! Ist immer noch hinter mir.
Ja, ich bin noch hinter dir. Du musst nur immer mal wieder abbremsen. Boah, das sah geil aus. Nicht so wie meine Sprünge. Ich prall immer an irgendeinem Felsen ab. Jetzt musst du warten. So. Ach, wir sind ja, schon. Ja, aber es gibt da ja noch diese. Du weißt ja, dass es menschliche Bedürfnisse gibt, ne? Sag dir was, ne? Mein menschliches Bedürfnis ist gerade, dich umzubringen. Das nicht nur im Spiel. Nicht der Helikopter, nicht der, nicht der Helikopter. Du kannst mich versuchen, von meinem Boot runterzufahren. Du bist eh schneller als ich. Nicht runterschießen, runterfahren. Kannst du noch ein paar schöne Aufnahmen machen? Ich glaub, jetzt auch nicht schneller. Obwohl, nee, das ist das Gleiche, ne? Es ist bestimmt dasselbe. Auf wegzufahren. Arschlöcher. Kannst du mal rausschießen? Bitte. Ich bin sogar so lieb und sag. War ein ganz neues von dir. Ja, ganz neu. Sonst sage ich immer nur mach. Mach, Pole, mach, ne? Mach, mach, mach. Stimmt, wir müssen nochmal Minecraft spielen. Oh, meine Nase läuft wieder so. Endlich ist die Alte tot. Der Typ haut einfach ab. Da kommt ein Polizeiboot, soll das Polizeiboot klauen? Willst du Polizeiboot haben? Er muss immer eben alle da runterschießen. Ist ja nicht so schwer. Ich habe mir nur mal kurz hier das Speedboot unter Nagel gerissen. Ja, das ist auch nur leicht verbuggt. Also, GTA ist das bugfreieste Spiel, was es gibt. Ah, hier ist das Polizeiboot. Gut, dann hol dir das mal. Nee, das hier ist schneller. Echt, ich hab einen Jetski. Und ich hab 3 Sterne. Ich hab ein Speedboot. Und ich hab ein Speedboot. Und ich hau mal eben ab. Und du bist und doof. Ich hab ein Speedboot. Und ich hab ein Speedboot. Gibst du also zu, dass du doof bist? In gewisser Hinsicht. Wenn du mich jetzt was über Mode fragen müsstest, ja, dann wäre ich doof. Wir können ja demnächst mal so ein Vlog. Keine Ahnung von. Deswegen also machen wir demnächst mal so ein Vlog über Mode. Ja. Oder wir machen das wie ungefähr, dass uns ein Käfig stechen. Ja. Hast du das gesehen? Ja. Willst du den mal eben runterschießen, den Heli? So, dann hab ich ja die Sterne. Ich verfolge lieber dich. Schubs dich noch ein paar Mal von deinem Jetski, obwohl ich nicht schneller bin. Ich kann ja mal schnell fahren. Oh, schönes Radio übrigens. Oh. Wie heißt denn der Song? Grumbling, Grumbling, Dump, Dump. Auf Blue Ark. Diese Sprachfehler. So, mal gucken, ob wir da hinten wieder hochkommen. Ja, kommst du mit? Das kannst du gucken. Heute wird mal so eine gechillte Folge. Passende Musik dazu. Die nächste Folge wird auch noch gechillt. Kommt drauf an, wie groß der Festplattenspeicher ist, ne? Willst du nicht mal eben gucken, ob die Aufnahme überhaupt noch läuft?
Die läuft noch. Anzeige ist noch rot. Dann können wir eine Doppelfolge auf. Wenn die gelb wird, eine Doppelfolge ist, haben wir auf. Vielleicht. Wann wollten eigentlich. Wer wollte mit uns spielen? Cedric? Und Julian. Julian Bam, natürlich. Versteht sich. Wann wollten die mitspielen? Keine Ahnung. Wann wollten die sich das überhaupt verkaufen? Wissen die Zuschauer von dem nächsten Projekt? Das Projekt mit Julian. Kid Wars. Das habe ich jetzt nicht gesagt, falls sie es noch nicht wissen. Ich weiß, ja, ich komm, wir machen daraus ein Infovideo. Ja. Alles in einem. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin leicht. Ja, du bist ein bisschen schneller, oder? Warte auf mich. Ami, warte. Das hätte jetzt voll schief gehen müssen. Das hätte sowas von schief gehen müssen. Vor allem, weil ich schön mit Kamera auf dich gerichtet gefahren. Und es ist schief gegangen. Ich bin gestrahlt. Moment, da vorne steht ein Auto. Ich muss mal kurz. Das funktioniert. Das Boah, geil, da kann man hochspringen. Das will ich sehen. Komm mal wieder zurück. Wow. So, erstmal schön abgehustet. Fahr da rein. Alter, ist dieses Auto lahm. Rein da. Okay. Funktioniert. Dafür ist halt das Speedboot jetzt kaputt. Die, das Glas. Und jetzt ist auch ein bisschen rumschuliert. Ich will nichts sagen, ne? Aber du bist in mich reingefahren. Ja, warte da auch. Ich warte, ich bleib mal hier oben stehen. Jetzt. Ja, Moment, ich muss erstmal mein Jetski wieder haben. Also. Ja, ich kann sogar. Mann, eben was geiler. Ja, das. Ja, du musst mehr Anlauf nehmen. Nimm mal ein bisschen Anlauf. Du kommst da jetzt. Oh, ich will nur rückwärts runter. Ich mach das Radio mal aus. Dann so epic Musik im Hintergrund. Ja, so. Und kommt der. Oh. Jump. Du bist nicht so hoch gesprungen wie ich. Ja. Mein Boot ist schneller. Hätte ich noch, sonst gleich kein Boot mehr. Ich habe immer noch das Ding, was weißt. Ey, hier steht ein Angler. Ey, komm. Wow. Mal gucken. Was war das denn für eine Stelle? Und am Zelten. Ich weiß, dass da ein Angler steht. Das ist eine komische Stromstelle. Nur weil da ein Fels drin ist? Nein, ich... Ja, wahrscheinlich bin ich wegen diesem Fels irgendwie so zur Seite gecrashed. Oder hier wegen dem Wasser? Ne, es ist, glaube ich, wegen dem Wasser. Und falls ihr fragt, GTA ist ja immer noch auf der gleichen Engine wie GTA 4. Das neue GTA. Wow, er schafft es sogar. Ja, ich dachte schon, oh scheiße, keine Kurve, bitte keine Kurve. Ist das echt auf der gleichen Engine? Nur das ist das Beste, was sie aus der Engine rausholen konnten. Hab ich dich runtergeschubst? Boah, ich hab dich schon wieder runtergeschubst. Will nichts sagen, ne? Aber du kannst es nicht. Hier, siehst du, was ich dir zeige? Siehst du's? Siehst du's? Wow! Arschloch. Ich will ja nicht sagen, das kannst du nicht. Du mich jetzt wieder $3000 gekostet hast. Und du kein Boot mehr hast. Ja.
Sorry. Das war jetzt Rache. Dein Boot fährt nicht. Das ist scheiße. Das aber auch nicht. So, und willst du nicht mit mir Deathmatch spielen? Hab ich doch gerade schon. Ich hab dich eingeladen eigentlich. Aber egal, ich bin jetzt weg. Ja, kannst mich. Kann ich das? Ich glaube schon. Jetzt schenke ich aber während der Fahrt ab. Ich frage mich ja immer noch, warum mein Jetski eben grün war. Ich steige immer noch nicht ab. Irgendwas machst du falsch. Ja, jetzt bin ich abgestiegen. Kann ich denn wieder rein? Habe ich ein Messer? Ja, ich kann wieder rein. Kann ich dich abholen, komm. Setze ich mich nach hinten drauf. Gebe ich dir deinen Jetski wieder zurück. Ich habe leider keine Haftpumpe. Ich hab das Bus. Schön für dich. Fahr damit. Halt, ja, komm hoch. Dann komm ich zu dir hoch. Wow. Ey, der Hippie will seine Karre wieder haben. Ich will ja nicht sagen, ne, aber jetzt haben wir. Hallo, du musst mal eben aufnehmen. Komm, hier ist so ein komischer Hippie, der mich verfolgt. Ja, was mit deinem Boot ist, ist mir jetzt relativ egal, ne? Dann steht jetzt hier schön geparkt in der Ecke, sieht keiner. Der Typ ist geil. Ich komm da mal kurz. Wieso kann ich. Ich kann auch holen. Ah, jetzt kann ich zurück. Wo ist der Typ? Warte. Spasti. Lass meinen Freund in Ruhe. Lass meinen Freund. Hier konnte man nochmal hoch. Der ist schon tot. Mit E. Hast du Sterne? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Doch, jetzt habe ich welche. ach, das ist Baum Feuerwehr. Braucht mal euer Auto. Kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Soll ich dir hier die Bahn? Du hast meinen Reifen zerschossen! Irgendwas hat meinen Reifen kaputt gemacht. Huhu. Ach, Moment, bitte. Aussteigen. Ich höre es irgendwo ballern. Ja, das bin ich. Ich hab mal kurz ein anderes Auto besorgt. Warte, ich. Ich hau mit dem Wind kaputt. Ha. Jetzt habe ich keine Tür mehr. Ich würde gerne die Polizisten loswerden. Wo bist du denn? Achte mal auf mich. Ich liefe mir gerade ein Rennen. Hallo. Mit einem Geländewagen. Ja, der andere Polizeiwagen ist nicht so schnell. Der hat mir den Mittelfinger gezeigt. Ja. Warum bin ich nicht schneller als die anderen Polizisten? Ich habe das gleiche Auto wie die, aber. Und ich habe die Fahrt. Ich brauche mal Hilfe. Ja. Hast du jetzt meine Pullen am Arsch? Ah, wow. Das war jetzt nicht gewollt. Aber es sah trotzdem cool aus. So. Wer traut sich auch auf den Zug zu fahren? Ja, leider jeder von den Polizisten. Wo bleibt denn der Zug? Jetzt halt nicht, ich fahre von dem Ding weg. Oh. Ich sollte gucken, wo ich hinfahre.
aus. Ich hoffe, der Kushibibus-Ding hier kommt den Berg hoch. Ja, zwei Sterne läuft. Sorry. Ich bin tot. Aber warum? Ich weiß es nicht. Ich wurde wohl anscheinend aus meinem Auto geschossen. Ey, Felix, warte mal auf mich. Pegasus, ihr könnt mir doch immer helfen, oder? Ich hätte gerne ein schnelleres Auto. Okay, du rufst deinen Botschafter an für ein schnelleres Auto. Pegasus ist auch ein Autohändler, oder? Nein. Wer liefert denn dann die Autos? Ein komischer privater Angestellter? Ach, der Mechaniker, stimmt. Ja. Oh, hey. Steig ein. Ja, Moment. Den. So, wo stellst du es hin, Mechaniker? Wo ist es? Da ist es. Ich komme dich mal mit was Schnellerem abholen, was Geilerem. Da fehlt noch immer der Kompressor vorne drauf. Aber wie lange nehmen wir denn eigentlich schon auf? Ich weiß es nicht. Die Folge muss doch langsam zu Ende sein. Wir haben noch nicht genug Action gemacht. Du bist nicht ernsthaft durch das Kakteenbeet hier gefahren. Ja, klar, siehst du doch. Ah, ich sehe dich mit deinem Hippie-Bus. Komm ja mit was Geilerem. Kannst du erstmal die Bullenkarre loswerden? Ich hab keine Bullen mehr. Hallo, ich bin Diesel. Du musst mir die einfach nur eben vom Hals leiten, bis es hier ja, du darfst nicht so viel Schlangenlinien fahren. Warum nicht? Warum steht hier kein Flieger? Wollen weg. Ich weiß es nicht, da steht ein Cargo-Bob. Ich hab kein Flieger. Steht ein Flieger vorbei. Will nichts sagen, aber ich hab Polizisten am Arsch. Ja, das ist dein Problem. Ja, warte, die... Bin Diesel in Action. Kann man die mit dem Cargo-Bomb hitten? Ja, kannst sie hochheben. Moment. Lass mich ausprobieren. Komm her. Es ist hier immer so neblig. Wir sind in der Wüste, da darf es nicht neblig sein. Das nennt man Sandsturm. Das ist doch kein Sandsturm, es sieht zumindest nicht so aus. Ey, nehm ich meine Bullenkarre weg, die stand da gerade so. Ui. Kannst du dir mal so machen, dass der hinter dir steht? Da steht doch einer. Ich helfe die ganze Zeit im Kreis. Warte, ich könnte dich auch einfach mitnehmen. Ja, oder so. Aber du darfst nicht zu lange brauchen. Moment, ich fahre ein bisschen zu. Ey, komm her. Ja, da stehen mir zu viele Polizisten. Die würden mich alle abknallen. Oder wir nehmen das Flugzeug. Oder wir nehmen das Flugzeug. Oder ich nehme das Flugzeug und du fliegst mit deinem Cargo-Bomb weg. Wahrscheinlich beschlagnahmen die jetzt mein Auto. Genau wie die anderen beiden. Aua, schießt mal die Polizisten da vorne weg. Ganz schnell bitte. Ganz schnell. Ich kann sonst nicht starten. Komm, 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 komm. Zieh rum. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Gut, wir haben freie Bahn. Ja, dann. Wieso starten? Warte, fahr langsam, weil ich will hier noch kriegen. Oh, Polizisten. Ey, Mann, ich wollte den Heli noch abschießen. Da haben wir doch jetzt noch genug Zeit. Für...
Das war nicht beabsichtigt, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wenn ihr dafür seid, dass nur noch ich fliege, schreibt bitte in die Kommentare. Ich werde jeden Kommentar löschen, der davon in den Kommentaren steht. Ihr wisst ja, der Felix kann eigentlich nichts. Eigentlich bin ich so der Noob. Eigentlich spiele ich auch gar nicht. Eigentlich sitzt hier gerade jemand anders, der für mich spielt. Eigentlich stirbt er ja auch im Laufen. Ja, dank dir, Spasti. Och Felix, ist doch alles nur Spaß. Ja. Du bist so schlecht. Ja, deswegen bist du auch tot. Ja, damit das jetzt geklärt wird, können wir ja uns weiter um die Bullen kümmern. Ne? Welche Bullen? Hier sind keine Bullen mehr. Diese haben sich alle verzogen. Ja, die haben wir aber schnell wieder da. Ja. Ich hol schon mal den Flieger. Und schmeiß noch ein paar Hustenbonbons ein. Nein, Lester. Gerade nicht. Wo ist meine Karre? Das versuche ich gerade mit einer Hand so eine dämliche Dose aufzukommen. Warum habe ich mir gerade das Quad bringen lassen? Ist doch scheißegal. Hast du einen besseren Schusswinkel? Ich gehe Bullen suchen. Ja, du kannst mich nicht mitnehmen. Das ist ein Ein-Mann-Fahrzeug, ne? Richtig. Kannst aber dein eigenes anrufen. Nein. Scheiße, außer Reichweite. Jetzt hast du ein bisschen mehr Schwierigkeit beim Bullenrufen. Ich fände es geil, wenn man die auch einfach anrufen könnte. So, hey, habt ihr Bock auf Streit? Fuck, ich muss mich mal irgendwo was anderes kümmern. Lass es eben steht im Chat. Ich würde es mich jetzt mal eben nicht, ne? Ich kann dir helfen. Siehst du die auch? Ich habe einen roten Kreis. Sobald ich da reinlaufe, bin ich wahrscheinlich auch in dem Gang-Angriff drin, oder? Ja, nicht. Ich kann ja alle von hinten messern. Nein, die schießen aber auf mich. Jetzt bin ich im Gang-Angriff drin, boah. Ich klaue mir das Flugzeug. Und ich leg den Typen um. Genau. Jetzt. Steig doch ein. Nein, ich will erstmal eine 500 EP haben. Nee, ich wollte eigentlich in das Flugzeug einsteigen. Aber das Flugzeug wollte mich nicht einsteigen lassen. Muss mir gleich mal neue Munition kaufen. Ist doch da gerade drüber gesprungen. Jetzt. Gestanden. Wahrscheinlich ist das Flugzeug jetzt weg. 9 Kills. 4 von 15 Kills. Und einen Kopfschuss nur. Und 4 Kopfschüsse. Und 6 Kopfschüsse. Ey, das bringt mehr RP, wenn man das zu zweit spielt. Aha. Jetzt haben wir immer noch keine Bullen. Ja, kümmer du dich um die Bullen. Ich park dann schon mal das Flugzeug draußen. Aber bitte achte darauf, dass wir uns nicht kaputt machen. Nee, da liegt ein fettes LMG. Wie viele Bullen willst du denn? 3, 4 Sterne. So. Ich weiß, wo ich die herkriege. Gib mir 5. Flugzeug steht startbereit. Ja, ich brauche noch 5. Ich muss mal eben in den Knast fahren. Nein. Doch. Nein, musst du nicht. Du wolltest Spaß haben. Ich mal das Geld auf. Und die Munition. Aber das hier, das kann man bestimmt aufsammeln. Was? Katatsching. Wo hab ich das Gewehr? Gefechts-MG. Das war doch kein... Doch, es ist ein Stand-MG. Also, ein LMG. So kriegt man gratis Waffen. Alter! Ja. Deswegen hatte ich gesagt, nicht ins Gefängnis. Ich fange auch schon mal an. Ich komme dich mal abholen, ne? Oder hast du noch ein Auto, oder?
Die haben mir gerade meinen Quatsch abgenommen. Aha. Ich kann dich abholen. Ich will meinen Quatsch zurückhaben. Gerade gegen den Fels gefahren. Achso, dann wüsste du, dass der da hinten oben backt. Ja. Mich überfährst, ne? Komm, ein bisschen Burnout und so. Komm, steig ein. Können wir mal eben meinen Wagen holen gehen? Nein. Wie viele Sterne hast du? Nein. Ich will meinen Quad zurückhaben. Schieß mal ein paar Leute von denen ab und dann hauen wir ab. Ach, da reißt ja, fahr, weg. Uhuhu. Aua. Ja, Newtipias. Wer fällt ein? Du wolltest querfeldein. Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass du Auto fahren kannst. Ja, versuch du mal so einen Hügel hochzufahren. Ich hab's garantiert eleganter als du. Nein, niemand schafft es eleganter als ich. Niemand. Ja, Chuck Norris. Chuck Norris auch nicht. Da läuft der Berg ja weg, da kann er ja nicht hochspringen. Ich muss mein Fahrzeug, glaube ich, mal reparieren lassen, oder? Nein, bitte ab. Ah, oh, da steht ja noch einer. Einer für dich, einer für mich. Ich nehme den, den ich mir da hingestellt habe. Also entweder steigst du bei mir ein oder ich fliege jetzt los. Achte auf mich. So. Ich kann ja hier Runden drehen. Außerdem siehst du ja, wie gut ich fliegen kann. Das habe ich eben gesehen. Hui. Ah, da bist du. Ich seh nur den Helikopter hinter dir herfliegen. Sollen wir mit dem Heli ein bisschen spielen? Das wäre auf jeden Fall lustig. Da ist der Zug. Ah, da ist der Zug. Hui. Ich glaube, jetzt hat die Folge Überlänge. Die hat, glaube ich, schon die ganze Zeit Überlänge, aber wir machen so lange, bis die Festplatte voll ist. Alex wird dich umbringen, wenn du eine Stunde hochfliegst. Ich mach das, bei mir dauert das ja jetzt inzwischen nicht mehr lang. Ja, kannst du Alex wieder ärgern, ne? Ah, wir waren schnell, wir haben länger als du. Ja, wir können halt länger. Jetzt wird's wieder hier klar. Wo eigentlich? Hinter dir. Hinter mir? Moment. Oh, meine Brüllen sind weg. Bitte? Meine Brüllen sind weg. Meine auch. Ist das gut oder schlecht, wenn du piept? Schlecht. Strömungsabriss wahrscheinlich. Dann ist es nicht ganz so schlimm, solange du es absichtlich machst. Gucken, wer mehr Loopings hintereinander schafft. Ich bin gerade gelandet. Ach so. Ich fang an. Und... Konnte man nicht auch irgendwie nicht anmachen? Eins... Und nicht abstürzen, nicht abstürzen, nicht abstürzen. Zwei. Und nicht abstürzen. Drei. Ich habe so das Gefühl, ich komme keinen Zentimeter nach unten. Kommst du auch nicht? Sieht bestimmt lustig aus. Wie so ein Idiot einfach die ganze Zeit in Loopings fliegt. Ja, vor allem einfach über dieses Blinklicht siehst. Blink.
Link, Link, Link. Was machst du, wenn jetzt so ein Idiot einfach durch deine Flugbahn fliegt? Da hab ich ein Problem. Ah. Du bist nicht tot! Doch, du hast es so. Da oben steht's, da oben steht's. Ich dachte schon. Ja, jetzt weißt du, was dann passiert. Mein Flieger, der da steht. Da steht keiner. Da steht ein Einer und ein Cargo Bob. Auf den Flieger und du bist tot. Ich lauf doch sowieso zu dem Flieger. Jetzt muss ich das wieder rausschneiden. Moment. 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 Sag der Moment. Wuhu! Und warum piept das? Das check ich jetzt nicht. Warum piept der? Hä? Was? Warum piept der? Jetzt piept der nicht mehr. Komm, mach die Tür zu. Man fliegt nicht mit offener Tür. Man fliegt auch nicht 3 Meter über dem Boden. Doch. Gibt sogar eine Mission für eine Kampagne. Tiefflug. In der Flugschule gibt's da eine extra Aufgabe. Deswegen kann ich das auch so super gut. Ich sehe wieder ein, wie toll du bei der Flugschule warst. Ja. Ich war. Boah, ich hab das Ding dominiert, Alter. Ich hab überall Platin gemacht. Er meint Bronze. Platin. Also alle, die wissen, die die Flugschule kennen, wissen, dass es kein Platin gibt. Ja, ist endlich ein neues Flugzeug gespawnt? Es piept schon wieder. Willst du auch wissen, warum es piept? Da ist ein Flugzeug. Ja, ich weiß, warum es piept. Da ist übrigens ein Flugzeug. Ich muss ja wieder dahin laufen. Da musst du sowieso, ob ich jetzt dein Flugzeug, das Flugzeug, wo ich drin ich fliege, abstelle. Dich abschießt, macht aber mehr Spaß. Ja, du musst trotzdem dahin fliegen. Du hast auf mich zugeflogen, das macht mir Angst. Ah, nee, ich flieg nicht, ich fahre gerade. Warum? Warum? Ich parke jetzt. Wir können ja mal gucken, wer schneller starten kann. Wir müssten ja das gleiche Flugzeug haben. Oder wer sich am längsten traut, auf dem Boden zu bleiben. Das ist besser. Weil starten sollten wir gleich schnell. Ja, warte. So, mit dem Rotor hier an die Fräskante von dem Beton. Wer zählt runter? Noch ein Stück muss. Noch ein Stück. Stopp. Zählst du runter? 3, 2, 1, los. Ah, du hast schneller Gas gegeben. Ja. Ja, ist ja egal, wir müssen ja eh nur, wer länger auf dem Boden bleibt. Okay. Nein, wer. Vom Boden her. Also von der Strecke. Ja, fahr mal weiter. Nur geradeaus. Warum habe ich eigentlich mehr Licht als du? Du hast nicht mehr Licht, du bist. Ja, ah, nee, du hast. Jetzt habe ich auch mehr Licht. Fuck. Da war ein Hubbel. Da war ein Hubbel. Du hast mich in die Luft gesprengt. Ja, aber ich brenne. Jetzt bin ich tot. Die Folge hat gnadenlos Überlänge. Ein bisschen. Warum piept es nicht? Es piept nicht. Was sollte denn piepen? Das Auto, als ich es gerade gestohlen habe. Ja, ungefähr so. War das piepen genug? Ja, das war piepen genug.
ist garantiert gleich mega laut in der Aufnahme. Ich mach da den Lautstärkepegel, zieh ich da in die Höhe, Alter. Damit sich alle so erschrecken, so, wah! Und habt ihr euch erschrocken? Schreibt es in die Kommentare. Jetzt und nicht zurückspulen und euch das nochmal anhören. Und dann so tun, als ob ihr euch erschreckt. Wir müssen nämlich eine Wette gegen den lieben Alex gewinnen, dass wir mehr Kommentare und mehr Aufrufe haben als er. Genau. Wie gerne hätte ich jetzt Haftbomben. Weißt du, wer welche hat? Du. Ja. Ah, schön für dich. Ich hol mir mal den Cargo Bob, ne? Ja. Ich wollte eigentlich nur den. Wow, Jet. Das, ach, den Jet, sag ich schon, den. Das Flugzeug da vorne da dran machen. Ja, mach. Du musst mich lenken, ne? Aber du musst einsteigen. Ich fange nicht auch schon so an wie du. Schlimm, sowas. Achte! Bin noch nicht so weit. Ich kleb auf dir drauf, oder? Ja, es funktioniert nicht. Schade. Ich brenne nicht mal. Ich brenne nicht mal. Ich qualme nur ein bisschen. Ich hör's noch nicht piepen. Doch, es piept. Ich bin nicht tot. Aber meine Rotoren fallen gerade aus. Nein. Ich bin immer noch nicht weg. Jetzt, ich bin auf dem Boden. Aufgeschlagen. Da wie deine Raketen im Cargo-Warp einfach keinen Schaden machen. Krass. Was hörst du eigentlich für einen schwulen Radiosender? Ich? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich bin einfach gefahren. Ich hab die Musik gerade eh so leise, damit die in der Aufnahme nicht so mega laut ist. Also wenn das nicht das noch ist doch der Beat des Todes, Alter. Aber das ist 70er Deluxe. Das wird in 5 Jahren ist das wieder modern. Ja. Felix, in 5 Jahren, aber nicht heute. Ja, aber man kann ja schon mal die Hits der Zukunft hören. Okay, diese Folge wird erst in 5 Jahren veröffentlicht. Das ist Lost, die verlorene Folge. Ist mir Lost. Ne, die verlorene Folge haben wir doch schon. Ja, aber das ist verlorene Folge Teil 2. Oh, ein Zielfahrzeug. Wurde in Los Santos geortet. Zerstöre es. Wir müssen mal kurz was zerstören. Was hast du da? Ach, das ist der. Komm, steig ein. Ich bin ja schon auf dem Weg. Brems. Putz. Tot. Ich markiere schon mal. Da. Dahin. So sicher, dass das eine gute Idee ist, dass ich fliege? Nein. Gut. Aber ich kann es im Moment keine Angst machen, weil ich nur in der Karte bin. Obwohl, ich sehe ganz leicht im Hintergrund. Landest du auf der Straße? Ja. Hey Leute. Arschloch. Also nicht du, der Typ. Warte, ich guck mal, ob ich den rausschießen kann. Nee. Jack ins Flugzeug, komm. Der ist doch schon draußen. Ist der schon raus? Wow. Mein Gott, ey, immer diese unprofessionellen Leute hier. Boah, das Team gestern. Jetzt erinnerst du mich schon wieder an das Team, was ich gestern hatte. Ja, passt ja wahrscheinlich zu dir. Nein, eben nicht. Guck mal, du beschwerst dich darüber, dass ich unprofessionell bin. Und jetzt musst du mir vorstellen, wie schlecht die waren, wenn ich mach mich über die beschwere. Mach mal das Auto kaputt. Ich sollte nicht das Flugzeug dabei zerstören, oder? Nein. Das war nicht dein Verdienst. Hast du da Haftbomben drauf geklatscht? Ja, natürlich. Da
Dachte schon. Und jetzt gibt Gas. Ach, das sind deine Bullen. Jetzt sind es auch deine. Ja. Moment. Ich hoffe, nur die Räder brechen nicht ab. Hoch! Hoch, 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 hoch. Hoch! Sag Stopp. Ich sag Stopp. Nein. Ich hab durchgehend 5 gedrückt. Warum ist der runter? Ach, Strömungsabriss wahrscheinlich. Ich sollte auf das Piepen hören. Professionell sind wir heute wieder unterwegs. Jetzt ist mal garantiert, wie professionell du in der Folge warst. Zug! Luca, du hast kein Auto. Das ist mir doch egal. Ey, ich hab einen Hamburger-Stand gefunden. Möchtest du einen Hamburger haben? Zug! Ich bin auf dem Zug. Schön für dich. Guck, ob du mich hier runtergeschossen kriegst. Bin ein bewegliches Ziel. Warte. Daneben. Lappen. Ich hab dich nicht richtig gesehen. Jetzt musst du wohl auf den Zug. Oder mir hinterherfahren. Und rausschneiden. Ich seh dich nicht. Wo bist du? Bing, 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 bing. Wo bist du? Da stehen. Ja, dann bin ich weg, ne? Was bist du denn? Ich bin auf den Zug drauf. Ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Nee, schon wieder die Bullen. Beeil dich mal. Ich laufe schon extra in deine Richtung. Kannst du auch den ganzen Zug einfach klauen? Nein, kannst du nicht einsteigen. Hast du ausprobiert? Ja. Obwohl, vielleicht geht's in der PC-Version. Richtig. Ich weiß zwar, in der PS3 geht's nicht. Ja, wahrscheinlich. Du siehst mich nicht. Du mich auch nicht. Ja, aber es war ja die Aufgabe, dass du mich abschießt. Jetzt habe ich Polizisten am Arsch. Endlich haben wir mal den richtigen. Wie? Du bist so beachtet auch noch. Der Zug fährt aber richtig lahm. Jetzt fahren wir über eine Brücke. Ich brauche erstmal richtig mit auf. Die Polizist macht da unten eine Randale. Die fahren sich alle selber um. Ui. Wir nehmen schon mindestens eine Stunde auf. Als ob. Dann läuft das heute bei uns. Wie kann ich hier die Aktion machen? Ja, Aktion. Ach so, war das nicht? Ja. Das war's. Und mein Akku ist leer. Wovon? Von dem Ding, womit ich am Telefonieren bin. Dann schließ es ans Ladegerät an. So, wir fahren jetzt in den Tunnel ein und dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge. Dann kannst du dein Ding aufladen. Was? Tschüss. Was? Tschüss.